Wacker gegen Memmingen, der 8. beim 9. zu Gast. Ein fußballerischer Leckerbissen war das nicht. Daher kurz und knapp die Highlights aus der Wacker Arena für Sie zusammengefasst. Die Partie zu Beginn ausgeglichen, beide Teams auf Augenhöhe. Die 16. Minute, Wacker in Weiß im Vorwärtsgang und da ertönt der Pfiff. Handspiel zeigt Schiri Jonas Schieder an und wir checken das selbstverständlich für Sie. Und ja, er hat alles richtig gemacht. Memmingens Branko Nikolic war da dran. Juvil Tomo, der Top-Torjäger der Wackerana, lässt sich das Ding natürlich nicht nehmen und schiebt lockerlässig ein zu seinem 9. Saisontor. Das Spiel in der Folge immer zerfahrener. Torlos ging's in die Kabine. Rund 950 Zuschauer hätten gern mehr Tore gesehen in Hälfte 2. Daraus wurde aber nichts. Memmingen hatte zwar genug Chancen, die besten wollen wir ihnen zeigen, aber sie nutzten sie nicht. Topscorer Stefan Schimmer war immer wieder gefährlich im Strafraum der Gastgeber unterwegs, aber eben nicht gefährlich genug. In Minute 83 scheiterte er zudem am sehr starken Alexander Eibern, der durch diese Parade hier das 1:0 für die Burghausener festhielt. Es war ein sehr wichtiger und dreckiger Sieg. Uwe Wolf, der Coach, war dennoch zufrieden mit seinem Team, denn Wacker zieht vorbei an Memmingen und verschafft sich wieder Anschluss an Spitzendrittel.